Und in der Mitte so viel Platz hat, dachte ich, können wir das auch dazwischen tun. Jetzt können sie den hier schön betrauern. Können alle traurig sein. Ja, könnte man den Hirsch jagen. Ich hoffe, der war alt. Naja. Jetzt brauchen wir wieder 5 Punkte, ey. Scheiße. Schaffen die das? Oh, warte mal, hier sind Wölfe, ne? Hihi. Jetzt bin ich gespannt. Was ist eine Hyäne? Ich hoffe, die greift uns nicht an hier unterwegs. Das wird jetzt witzig. Krasse Hyänen. Ja, könnte auch mal ein bisschen Bärchen sammeln gehen, wenn die schon mal Himbeeren sind. Und die passen jetzt auf, oder was? Ach, lol. Die Hundis passen jetzt auf. Das ist, dass keiner wegschnatzt. Ja, nice. Ich muss die Hyänen halt echt fernhalten, ne? So ein bisschen wäre, wenn ich... Oh, scheiße, schon wieder ein Sturm. Sturm finde ich nicht geil. Guck mal unser Lager, wie das aussieht, ne? Ja. Achso, warte mal, ich könnte einfach. Oh. Ich könnte mal wieder ein bisschen. Also zum einen können wir hier mal Bäume fällen gehen. Und zum anderen können wir mal. Tannin sammeln gehen. Obwohl, Tannin haben wir noch eine Menge, aber egal. Lieber zu viel als zu wenig, ey. Das ist schon wieder so eine blöde Hyäne da oben. Okay. Scheint. Hat er die getötet und dann liegen lassen, war? Hier wird weiter abgebaut. Wie sieht denn das hier aus? Was ist denn das hier oben? Zinnerz. Können wir noch nicht. Steine en masse, ne? Aber wieder kein Lagerplatz mehr frei. Warte mal, hier hinten können wir eine Aufgabe machen. Feuerstein. Oh. Dann wird das nochmal ziehen. Oh, hier ist aber eine Menge. Guck mal. Weg ist halt nur so blöd. Das ist so weit. So, wir haben schon wieder keinen Lagerplatz frei. Was ist denn voll? Beide Hütten. Ja, ich weiß, dass kein Lagerplatz frei ist. Bin schon dabei. Ich habe halt Angst jetzt generell, dass bald so eine Welle kommt, ne, wo voll viele sterben werden. Ich hoffe, die machen hier genug Kinder. Wir haben auf jeden Fall noch Platz für 2 weitere Leute. Lagerzeit. Guck mal, und hier, das Feuerstein läuft jetzt auch wieder. Sehr schön. Sieht hier drüben aus? Ich weiß nicht. Schaffen wir den Bären eher?
So ein Bär wäre schon sick, ne? Aber ich glaube, die Leute sind gerade überall anders unterwegs. Die Hunde leben auf. Wir haben auf 2 neue junge Hunde. Moral habe ich aber gut im Griff anscheinend. Das soll, scheint ausreichend zu sein, was wir hier haben. Weil wir sie vielleicht sogar früh genug gebaut haben. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mehr baue. Was Lager angeht. Was haben wir denn hier noch? Ich würde hier vielleicht noch so einen Holzhaufen hinsetzen. Zum Wolf. Na, das hast du ja gut hingekriegt. Sonst hat er den angepiekt und ist weggelaufen. Okay, pass auf. Wir probieren es das Mammut. Ich bin mal wahnsinnig. Schauen wir mal, wie viel haben wir jetzt? Warte mal, 1, 2, 4. Warum dreht ihr um? Komm zurück. Ja, mal gucken, ob das klappt. Schauen wir mal. Ich probiere das jetzt einfach. Entweder klappt das jetzt oder wir gehen drauf. Dann haben wir dann wieder genug Fleisch. Ach je, ich habe Angst. Sehr schön, wir haben keinen verloren und haben direkt 2 Wissen dafür bekommen. Der spuckt auch 3 Knochen aus, 7 Haut und 11 Fleisch. Okay, also wenn die Gruppe groß genug ist, dann passt das. Ich würde auch, wenn ich jetzt hier die Bäume weg habe, würde ich dann auch hier die Bäume mal wegnehmen. Großwildtiere habe ich gerade freigeschaltet. Yeah. So. Ah, für den Winter haben wir auf jeden Fall genug. Genug Stuff für den Winter. Wenn ihr mich fragt. Der Händler ist angekommen. Na, was hast du denn dabei? Zeig mal her. 150 kostet es halt, ne? So ein Teil. Die Frage ist halt... Ich könnte die Harpunen mal loswerden. Diese ganzen Dinger, die wir hier halt noch so haben, ne? Aber da komme ich nicht. Da komme ich nicht auf 150. Frage ist halt, sollte ich das auch nehmen oder im Prinzip alles, was der hat? Ich würde das halt gerne eintauschen. Eigentlich hier diese ganzen Holzdinger, die wir haben. Hier die Holzspeere. Und die Harpunen. Ich meine, dafür können wir uns jetzt mal Früchte nehmen, wir können uns ein paar Brote nehmen dafür, Leder können wir mal mitnehmen. Ne, ein Outfit nicht, aber so, 30. So, wir diese Holzdinger nehme ich auch mal los. Dann haben wir direkt mal mehr Kapazität hier überall, ja. Und haben dann auf jeden Fall genug Brot. Mammutangriff. Das ist aber weg schon. Noch ein Punkt, ey. Dann können wir ein neues Zeitalter machen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das da ein neuer Meilenstein ist. Knochensperr. So, jetzt. Pass auf. Keramik. Sehr schön. Jetzt können wir... Keramik. Meilenstein. So, was können wir? Können wir hier irgendwelche Sachen bauen? Das ist alles Begräbnis, Produktion, aber nichts. Transport. Ach ja.
Einige Ressourcen wie Holzschätze, Steine, Kupfererz, Zinnerz. Ja, das ist richtig. Nur Erwachsene können diesen transportieren, zwar einzeln und sehr langsam. Schlitten und Karren lösen das Problem. Okay. Wie baue ich denn einen Schlitten? Oder bauen die den jetzt automatisch? So eine Schlitten. Meilenstein. Bescheidene Anfänge. Yeah. Yeah. So, haben wir das auch erledigt? Ich bin ganz zufrieden gerade, wie das hier bei uns läuft. Könnt ihr mal hier ganz kurz draufhauen? Hier auch bitte einmal. Dankeschön. Na. So, nehmen wir die mal direkt mit. Ist ein alter Esel, aber gut. Ja, die Früchte verfallen jetzt, das ist klar. Wir müssen jetzt auch wieder Herbst haben. Sammelt ihr eigentlich noch das Mammut? Das müsste fertig sein, ne? Ne? 45 Fleisch, ey. Guck mal da hinten. Da sehe ich doch schon wieder. Wildschweine. Ja. Habe ich gesehen. Oh, der geht aufs Kind. Das wollen wir aber nicht sehen, du. Kinder werden hier nicht getötet bei mir. Gut wäre halt, wenn wir so Zäune und so machen können, ne? Ach, guck mal, jetzt kann ich sogar Wasser extrahieren. Ich weiß gar nicht, ob wir das zum Kochen später brauchen. Das kann eigentlich einer machen. Wir müssen ja nicht jemand zum Fluss runterrennen, ne? Aber vielleicht brauchen wir das ja zum Kochen später. Ein neuer Mensch wurde geboren. Oh yeah. Sehr schön. Das finde ich gut. Könnt ihr den Baum mal hier weghauen, bitte? Der nervt mich. Schön hacken, 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 hacken. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ein zweites Lagerfeuer zu bauen. Hier hinten so. Dafür gibt es auf jeden Fall auch Wissen. Lass uns mal gucken, was können wir denn als nächstes hier machen? Was haben wir denn hier? So ein Schlitten wäre eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Muss ich sagen. Getreideverarbeitung wäre natürlich auch gut, weil ich glaube, ich mache erst Getreide. Aktuell haut das noch hin. Mit dem ganzen schweren Stuff, weil der Weg nicht so weit ist. Können auf jeden Fall noch einen Steinhaufen hier hinsetzen. Um die Lager hier so ein bisschen zu entlasten. Jetzt können sie auch ins Lager gehen, und, um zu trinken. Baum fällen, okay. Ein Kind haben wir geboren bei uns. Sehr schön. Ach, guck mal, der hat sogar schon einen Schlitten, ob ich das dann gar nicht... Achso, das ist der Händler. Schlitten. Was hast du denn dabei? Wieder das Ding, ey. Scheiße, was bringt denn uns so ein Leder... Ich kann die Lederoutfits aber nicht wegmachen. Die bringen auch nur 5. Haben wir nichts Krasses? Der hat eigentlich nichts, was ich brauche, außer Mehl.
Mehl würde ich nehmen und würde Mehl tauschen. Habe ich hier noch irgendein Holzstuff? Nee, war? Doch, hier, ja, so Faustkeile habe ich aber noch. So, dafür gebe ich dir. Hier. Dann nehmen wir mal Mehl. Ich hoffe nicht, dass das verfällt. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Häuschen baue. Ich glaube, ich baue noch eins. Ich würde gerne so eine Hütte bauen, ne? So eine große. Und der Winter fängt an, meine Lieben. Der Winter fängt an. Warteschleife. Ich kann eigentlich mal wieder hier die ausmachen. Damit die mal wieder ein bisschen mehr gerben. Weil ich glaube, hierfür zum Reparieren brauchen die dann dieses gegerbte Zeug. Also normales Leder, glaube ich. Ein neuer Mensch wurde geboren. Oha! Wir sind direkt auf 15. Und der Winter ist direkt vorbei. Das war aber ein kurzer Winter. Okay, dann würde ich jetzt... Knochen schleifen wäre auch gut. Dann können wir größere Viecher machen. Ich würde aber erstmal das machen. Dann können wir nämlich Heuhaufen herstellen und Mörser. So, Getreideverarbeitung freigeschaltet. Sehr schön. Jetzt können wir hier auch Heuhaufen hinmachen. Kann ich die hier so dazwischen tun? Nee, wa? So, wir können die dann Heu farmen lassen. Wenn es dann so weit ist, oder? Hier war irgendwo so ein Heu in der Nähe gewesen. Hier hinten, glaube ich, ne? Aber nur im Herbst. Okay, muss ich mir... Huch! Muss ich mir merken. Produktion. Können wir jetzt hier einen Mörser hinbauen? Muss der hier noch irgendwo hin? So, dann haben wir den Mörser und dann glaube ich, geht erstmal nicht mehr. Ne. Mal gucken wir mal, wenn der Mörser soweit ist. Gut, dass ich gerade noch ein Häuschen gebaut habe. Könnt ihr mal alle diesen Hirsch hier hinten jagen? Schnell. Schnell, habe ich gesagt. Wenn die alle gleichzeitig rauffeuern. Kommen die Hunde, oder? Die Hunde regeln das. Treffen die den nicht? Ach komm schon. So, ein Rentier haben wir. Hier wird Chanin gesammelt. Könnte mal hier mal wieder so ein Ding dazwischen stellen, aber vielleicht hier vorne lieber. Dreht wieder neue Menschen bei. Okay, wir sind auf jeden Fall gut am Boomen. Ich würde dann vielleicht meine Fischstelle auch mal ein bisschen erweitern. Hier zwei Leute hinschicken zum Fischen. Damit die Aufgaben auch verteilt sind hier vernünftig. Wir haben zwar super viel Fleisch, aber es wäre noch schöner,
Wenn wir zusätzlich Fisch hätten. Wir haben kein Holz, das wundert mich aber. So, das können wir mal entfernen und dann machen wir hier zum Bäume fällen. Bisschen kleiner hier. So, schicken wir da auch zwei Leute hin. Wasser ist auch am Start. Alles da, alles da, alles da. Finde ich gut, wie es läuft.